Ich begrüße Sie zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX. Heute am Mittwoch, dem 10. Juli 2019. Der deutsche Aktienindex heute zwischenzeitlich im positiven Terrain. Dann kippte jedoch die Stimmung. In Summe eigentlich recht gute Stimmung an der Wall Street, aber dort leichte Gewinnmitnahmen, was jedoch noch immer eher in einem positiven Terrain sich bewegte. Der DAX hingegen, ja, er fiel wieder zurück. Bereits gestern betonte ich ja, dass mir die Konstellation nicht so ganz gefällt. Einfach aufgrund dessen, weil die Scherenbildung gegenüber der Wall Street nun immer größer wird. Trotz starker US-Aktienmärkte stellt sich der DAX recht schwach auf. Wir sind ja eher in einer Konsolidierung derzeit unterwegs. Von 12.660 nunmehr jetzt schon fast 300 Punkte abgegeben. Und das, während noch wenige Stunden zuvor eben die Wall Street neue Rekordstände hier erzielte. Diese Konstellation gefällt mir in der Tat überhaupt nicht seitens des deutschen Aktienindex. Und schauen wir uns eben nun einmal auch die charttechnische Lage anhand des 4-Stunden-Charts an. So sieht man eigentlich sehr, sehr schön, dass seitdem wir diesen Aufwärtstrend, der sich mal herausgebildet hatte, durchbrochen hatten, dann wieder unter die Ausbruchszone gefallen sind und jetzt seither hier unten unterhalb dieser Ausbruchszone uns schon fast einpendeln. Jetzt muss man eben ganz klar festhalten, wir haben somit derzeit 2 bis 3 aktive Widerstände, die sich hier nun ganz klar demonstrieren lassen. Erster Punkt 12.440, zweiter Punkt 12.480, dritter Punkt alter Aufwärtstrend, nun gut, der vierte Widerstand wäre dann eben das Hoch. Aber diese ersten 3 Widerstände sollte man hier in gutem Auge behalten, denn alleine ohne eine Rückeroberung dieser 3 Widerstände wird es schwierig für den deutschen Aktienindex. Und ich gehe davon aus, dass wir tendenziell die Konsolidierung sogar fortsetzen werden. Ziele in Richtung 12.140 oder auch selbst 12.020 Punkte könnten hier noch im Monat Juli eine Rolle spielen. Machen wir weiter mit einem Blick auf die Daimler-Aktie. Ja, Daimler, das ist auch, muss man sagen, weiter eine recht schwierige Lage. Zwischenzeitlich sahen wir ja mal bei Daimler einen richtigen Spurt, nämlich Anfang des Jahres markierte man hier noch das Tief, dann ging es hoch bis auf 60, inzwischen ist man sogar schon wieder unter die Marke von 50 Euro zurückgefallen. Auf Wochensicht aktuell notiert die Aktie rund 4% im Minus, also auch alles andere als positiv unterwegs und es sieht also eher danach aus, als würde die Aktie nochmals in den Radius von 45 oder auch 43 Euro 50, knapp 44 Euro steuern wollen. Also hier ganz klar Tendenz nach unten, insbesondere solange auch der 38er sowie 50-Tages-Durchschnitt hier nicht nach oben durchbrochen werden kann. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie wieder rein, morgen früh natürlich, damit ein Blick auf die Wall Street. Auch hier spannende Lage, neue Rekordstände an der Wall Street. Wie geht es weiter? Insbesondere auch mit Hinblick auf den S&P 500 Index. Näheres dann dazu morgen früh.